Hallo und herzlich willkommen zu meinem News-Video für den Monat September. Ihr habt ja gemerkt, die Sommerpause ist wieder vorbei und jetzt geht's wieder los. Und ich habe mir einen kleinen Spickzettel gemacht, damit ich auch nichts vergesse. Da stehen nämlich so einige Punkte drauf, was ich euch erzählen möchte. Und das erste ist natürlich, und das habt ihr ja hoffentlich schon mitbekommen, dass morgen erstmalig mein Online-Programm startet, Mama sein, ich bleiben. Das ist aufgebaut aus drei Modulen, die ich sehr, sehr wichtig finde, die für mich auch alle so ein bisschen zusammenhängen, nämlich aus Geduld und Ruhe bewahren im Mama-Alltag, dann natürlich Organisation und Zeitmanagement und als letztes natürlich für mich persönlich auch eines meiner Lieblingsthemen, Selbstliebe und Selbstbewusstsein. Wenn ihr dazu nochmal nähere Infos haben möchtet, falls ihr es noch nicht gesehen habt, dann könnt ihr euch ja das passende Video gerne nochmal anschauen. Ansonsten wird es bald auch einen neuen Audiokurs geben. Es gibt ja schon zwei Stück, die sind immer unten in der Infobox verlinkt. Und den dritten gibt es Mitte September. Und zwar habe ich einen kreiert für euch, Meditation für Einsteiger oder Meditieren lernen. Weil viele von euch sagen, die wissen nicht so richtig, wie sie das in ihren Alltag einbauen sollen. Sie haben es noch nicht geschafft, sich eine richtige Meditationsroutine zu erschaffen. Und darüber geht dieser neue Audiokurs. Da erzähle ich euch, wie ihr es schaffen könnt, Meditation wirklich als Regelmäßigkeit in euren Alltag einzubauen. Und da sind wir dann schon bei drei Audiokursen. Und ab diesem Punkt werde ich dann auch immer so ein Angebot machen, dass man drei Audiokurse immer zu einem vergünstigten Preis bekommen kann. Und es wird ja jetzt jeden Monat ein neuer Audiokurs kommen. Das heißt, da könnt ihr euch dann auch euer eigenes Paket schnüren, wenn ihr da Lust drauf habt, aber dann gebe ich da nochmal Bescheid, weil ich werde, bevor ich diesen neuen Audiokurs launche, eine kleine Meditations-Challenge machen. Also wenn ihr da Bock habt, könnt ihr da sehr, sehr gerne dann mitmachen. Da sage ich aber nochmal genau Bescheid. Außerdem im September wird endlich unser Kinderbuch erscheinen, was die liebe Melanie illustriert hat und was ich geschrieben habe. Und da bin ich schon mega, mega, mega aufgeregt. Also der September ist wirklich krass. Da passiert unglaublich viel, ich gebe unglaublich viel nach draußen und ich bin so unglaublich aufgeregt. Und im September findet auch noch eine vierte Sache statt, die ich sehr, sehr aufregend finde. Und zwar könnt ihr mich das erste Mal treffen, wenn ihr mögt. Allerdings nur, wenn ihr hier bei mir in der Region wohnt. Ich weiß aber, dass einige von euch hier bei mir in der Ecke wohnen und vielleicht auch bereit sind, so ein Stündchen zu fahren. Und zwar bin ich nämlich beim Familienfest in Görlitz am 15. September. Und wenn ihr nochmal genau wissen wollt, wann das ist, also es ist von 13 bis 18 Uhr auf dem Marienplatz, aber wenn ihr da nochmal genaue Informationen haben wollt, setze ich euch das unten in die Infobox. Falls ihr Lust habt, mich da zu treffen, dann kommt auch gerne zu uns an den Stand und sprecht mich an und dann können wir ein bisschen quatschen. Darüber würde ich mich sehr freuen. Ansonsten ist ja jetzt endlich Herbst. Ich mochte den Sommer sehr. Also ja, er war sehr, sehr heiß, das war manchmal nervig, aber im Großen und Ganzen war es doch echt ein richtig geiler Sommer. Aber ich freue mich jetzt extrem auf den Herbst. Wegen der ganzen Dinge, die man jetzt mit dem Herbst verbindet. Tee trinken, Kerzen, Kuscheldecken, wieder so backen, ja, so richtig Apple Crumble und sowas, endlich wieder backen und einfach so kuschelige Nachmittage verbringen. Und da freue ich mich drauf. Ich freue mich drauf, wieder eine neue Kerzendeko hier zu machen, wieder ne, anders zu kochen, anders zu backen, andere Klamotten anzuziehen. Weil auf die Sommersachen hat man jetzt langsam keinen Bock mehr, sowohl auf die eigenen als auch die von den Kindern. Da bin ich froh, dann jetzt bald wieder andere Sachen anziehen zu können. Doch ja, tatsächlich. Und auch wieder mal Boots tragen zu können, statt immer nur Turnschuhe. Doch, da freue ich mich wieder sehr drauf. Also alle, die sich auch jetzt auf den Herbst freuen, dürfen gerne mal einen Daumen nach oben geben. Und was jetzt noch im September ist, ist, dass ich Vince ja für die Schule anmelde. Als ich diesen Zettel im Kindergarten hatte, wurde mir im ersten Moment ein bisschen schlecht. Weil ich bin noch nicht so weit. Aber ja gut, ist ja erstmal nur die Schulanmeldung. Aber das ist schon eine krasse Nummer, was da auf uns zukommt. Und ja, aber das schaffen wir auch alles. Das schaffen wir immer alles. Ansonsten bin ich auch schon echt gut dabei mit Weihnachtsgeschenken tatsächlich. Wer mir schon so ein paar Jahre folgt, der weiß, dass ich da immer rechtzeitig anfange. Damit ich einfach weiß, für wen habe ich schon was.
Und natürlich sind die Leute, die immer am Ende übrig bleiben, die, für die es auch am schwierigsten ist, was zu finden. Aber dann kann ich mich auch auf die konzentrieren, weil ich weiß, für alle anderen habe ich schon was. Also für die Kinder ist schon safe. Ich glaube, mir fehlen, glaube ich, noch so für 3-4 Leute fehlen mir noch Sachen. Ansonsten habe ich zumindest alles hier im Kopf, beziehungsweise in meiner Amazon-Liste. Ein paar Sachen für die Kinder habe ich tatsächlich schon zu Hause. Und ich wollte euch fragen, ob euch das so ein bisschen interessiert, gerade auch, was ich den Kindern schenke. Also ich, wenn, dann baue ich es in einen Vlog ein oder ich würde es auf Instagram zeigen, das weiß ich noch nicht so genau. Aber würde euch das prinzipiell interessieren? Und wenn ja, ab welchem Monat? Also soll ich das schon im Oktober zeigen oder reicht euch im November oder reicht dann sogar Dezember? Schreibt das mal gerne in die Kommentare. Und wenn ihr einmal in der Kommentarfunktion seid, dann könnt ihr mir da auch sehr, sehr gerne hinschreiben, wenn ihr Videowünsche habt. Ich gucke da mal. Oder auch so, wenn euch jetzt eine Frage auf der Seele brennt oder irgendein bestimmtes Thema, dann schreibt das mal gerne da rein. Was ich auf jeden Fall ab jetzt regelmäßiger machen werde, sind die Hangouts. Das hatte ich ja im Hangout schon erzählt. Das kann ich euch hier jetzt oben nochmal verlinken. Da hatte ich ja schon erzählt, dass ich das gerne regelmäßiger machen möchte und habe da auch sehr, sehr guten Zuspruch von euch bekommen und werde das auch machen. Ich weiß noch nicht, ob 2-mal im Monat, definitiv aber 1-mal im Monat. Das werden wir dann sehen, wie sich das so entwickeln wird. Ich glaube, das war es jetzt auch. Ich habe jetzt alles relativ schnell runtergerattert, aber das war es eigentlich so, was im September ansteht, was es so alles Neues gibt. Es ist sehr, 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 sehr viel, wie ich finde, aber ich freue mich auf alles. Es ist unglaublich spannend. Ich wache jeden Tag auf und denke so, pff, okay, und was ist heute wieder Cooles? Und so soll es sein, genau so soll es sein. Ich hoffe, mein News-Video hat euch gefallen. Ich wünsche euch jetzt einen wundervollen September. Und freue mich jetzt auf eure Kommentare und wir sehen uns ganz bald wieder beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss!